gut, Freunde, gehen wir retour. Ja, servus die Mamo, grüß euch die Buben. Ich bin heute am Weg am Hausberg. Ich will zu dem Platz schauen, wo ich schon ein paar Mal übernachtet habe. Da gibt es ja ein Video, da war schon alles abgeholzt, wo ich da mit der Drohne geschaut habe. Das Video kann ich euch da verlinken. Und dort will ich jetzt einmal genauer hinschauen, ob schon alles weggerannt ist, wo man zu dem Platz hin kann, wo es noch alles steht und wo es nicht. Und wie ich sehe, der Steinbruch kommt immer näher. Da haben sie sogar jetzt einen Zaun aufgestellt. Das ist so ein Wildzaun. Ja, schauen wir weiter, was wir noch alles sehen. Wird mir eh gleich schlecht werden. Ja, Freunde, wer da keine Tränen das Auge kriegt. Der Zaun geht jetzt schon bis am Weg. Neben dem Weg steht der Zaun. Und da wird nicht mehr gearbeitet. Wahnsinn, dass die schon weggenommen haben. Ach, Horror. Ja. Schaut euch das an. Geh neben dem Weg, der Zaun. Ach, Horror. Ja, Zaun sieht man, ist alles horneich. Tut einem richtig weh, wenn man das sieht. Ja, da oben ist dann die Weggabelung, wo wir links runter müssen. Und das, glaube ich, geht sich aus, weil der Zaun hängt da so parallel entlang. Schauen wir. Ja, da geht der Weg hinter jetzt. Wir werden auf alle Fälle verfolgen. Ist alle angeschnitten. Ja, der Weg ist auf alle Fälle neu, der hat eine andere Führung gekriegt. Also, der war vorher viel weiter unten. Und ich ahne Schreckliches. Aber ich überzeuge mich noch mal genauer. Ja, das ist genauso wie man es gedacht hat. Da oben ist der neue Weg. Und da unten ist mein Übernachtungsplatz. Das war vom alten Weg noch 150 Meter entfernt, das sind vielleicht 20 Meter. Ja, Freunde, traurig, traurig. Das Platzl werden sicher einige erkennen. Ich verlinke euch da mal ein Video von einer Übernachtung. Da hinten habe ich meistens mein Tab aufgestellt gehabt. Und wenn es da hinten hinschaut, da sind eh schon ein paar Umschienen, und dahinter ist gleich der Zaun. Ja, Freunde, ist echt arg. Tut mir weh. Wollte man da jetzt eine Kleinigkeit machen, Kaffee, ist mir ehrlich gesagt vergangen. Da gehe ich lieber runter in den Steinbruch. Da muss ich mir das nicht anschauen, das Martyrium. Es ist auch wahnsinnig viel Gravel. Das war so ein schönes Waldstückel da gewesen. Wunderschön. Aber man muss ja alles umhauen. Wegen diesem verdammten Steinbruch. Ja, da jetzt nochmal der neue Weg. Was es vorher nicht gegeben hat. Und da unten bei der Kreuzung ist man halb links weiter runtergegangen. Das haben sie alles abgesteckt, alles abgezäunt. Ja, dann haben wir einen schönen Blick auf die Donau runter. Da alles umgelogen. Ja, gut, Freunde, gehen wir retour. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob man sich erinnern kann. Da vorne sieht man dann oben am Steinbruch. Und von da, da oben bis zur Kante, waren das immer 50, 80 Meter noch. Jetzt sind es drei. Ja, die Absperreisenketten wird es ja vorher schon gesehen haben. Die ist ja vorher eh schon da drin. Und muss man natürlich mit einem Schraubenbaum rein. Kann man nicht immer drum wickeln und mit einem Kabelbinder zusammen. Nein, geht nicht. Muss man einen Baum reinschrauben. Ja, so lässt man tut, aber das Platzl ist für mich da oben. Sturm, was soll ich da tun? Da brauche ich gar nicht mehr hergehen. Alles nur traurig. Schau jetzt am unteren, wo man da oben sieht, gehen wir jetzt noch hin. Gut, war eh auch schon öfters. Ein bisschen einen Kaffee reindrücken, weil den brauche ich jetzt. Eigentlich brauche ich auf das ein ganzes Fassl. Ja, wenigstens die Sonne scheint ein bisschen. Herrlich. Ah, jetzt fällt mir da gerade was auf, was mir da fehlt. Den haben sie da umgestiegen, den Baum.
Ja, da war nicht mehr so Efeu drüber, wo ich durchgegangen bin. Ja, die liegen da jetzt hier unten sicher. Da liegt einer. Da liegt der Schad. Gut, das haben sie weggenommen, dass man durchgehen kann. Aber es hätte ja keinen gestört. Ja, da ist die Welt wenigstens noch in Ordnung. Da dürfen wir es nicht her. So, schauen wir da hinten auf das Platz, wo ich gern bin. Ja, da schaut sich halbwegs gut aus. So, da. Ja, natürlich wieder der Patch von Simon am Start. Danke mal dafür. Er ist immer wieder gern dabei. Ja, Freunde, ich habe mir da jetzt die Paletten von da vorne mal ein bisschen ausgepackt. Mein T-Shirt habe ich nur das eine mit. Und wie seht ihr, es hätte mal was anderes dabei. Heute ist einmal mein Stormbreaker im Einsatz mit dem Gas. Ja, man denkt, ich muss den einmal wieder ausführen, weil sonst wird der daheim alt und grau. Werden wir ihn einmal anwerfen. Ja, das Gitter brauche ich wieder, weil ich kleine Tiefen verwende. So, wenn man eine Zeit lang gerannt ist, 10 Sekunden, dann treiben wir die Bottel um. Und jetzt ist er in Flüssiggasbetrieb. Es gibt heute wieder so ein Erdäpfelpüree. Ich esse den in letzter Zeit überhaupt verdammt gern. Die sind nämlich wirklich gut. Dazu brauche ich jetzt nur ein bisschen Wasser. Jetzt stellen wir sie da gleich auf. Ich habe gar keinen Windschutz dabei, da geht es eh halbwegs, ist nicht so schlimm, muss man sagen. Naja, dann werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch wieder ein zweites Tischl nehmen. Eins habe ich gemerkt, ist mir um eins zu wenig quasi. So. Ja, fertig, ich würde sagen, Mahlzeit. Alter, da sind viele Wolken unterwegs. Wenn die Wolken von der Sonne sind, wisst ihr, wird es kühl. Der Äpfelbereich war lecker. Und in der Zwischenzeit steht schon der Kaffee am Start. Jacken haben wir auch wieder anziehen. Es ist einfach kühl. Es ist viel zu viel wolkig. Jetzt ist einmal wieder die Sonne da, aber es war die ganze Zeit wolkig und beim Sitzen ist kühl. Da macht er seinen Job. Und ich muss sagen, er ist da. Relativ leise, da gibt es gar nichts. Kartuschen steht auch schön weit entfernt, also perfekt. Ja, der Boden da ist ziemlich steinig, also da einen Tisch reinbringen ist ein bisschen schwierig. Aber haben wir auch geschafft. Ja, schwarzes Gold. Also mit meinen Armen bin ich jetzt wirklich sowas von zufrieden. Das war genau das, was mir eigentlich noch gefällt hat. Das ist für mich das Nonplusultra. Vom Gewicht her ein Wahnsinn. Und es funktioniert tadellos. Ja, Krankensaison. Altbewährter Spruch. Werdet mal gesund und alle gesunden werdet mal nicht krank. Prost! Ja, dann vielleicht noch ein paar Worte, ich sage das eh immer wieder in die Videos, also wenn ich mit der GoPro unterwegs bin. Ich habe jetzt da schon, ich glaube jetzt das dritte, das vierte Mal diese Enduro-Akkus dabei, diese Winter-Akkus, also wirklich, bis jetzt bin ich wirklich voll zufrieden damit, also die haben sich wirklich rentiert, die sind für die Temperaturen wie gemacht. Klar, jeder Akku geht aus, das ist eh klar, aber die halten wirklich um 30-40% länger, das kann ich auf alle Fälle bestätigen. Also falls einer einen 9er und einen 10er hat für den Winter, die Enduro-Akku sind zwar nicht billig, kosten glaube ich 25. Ja, ich glaube 25 einer, aber ja. Ja, mit meinem Fjellreifen bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Mit dem Nummer 21 in Large. Wirklich ein schönes Teil, tragt sich auch gut und ich habe jetzt noch mehr andere Brustgurten gefunden.
die passen jetzt farblich ein bisschen besser noch zu den Lederriemen. Die sind von meinem Helikontext Foxtrot MK2. Die sind auch da ein bisschen breiter, lassen sich schön einfallen, sind nicht so streng. Optimal. Ja, ich werde jetzt schon langsam austrinken, weil es durchfröstelt mir jetzt. Was haben wir überhaupt? Gar nicht geschaut. Ah ja, 1 Grad plus. Ist okay, aber wie gesagt, wenn die Sonne, die Wolken vor der Sonne sind und ein bisschen Wind durchzischt, ist es kühl. Also, ich trinke aus, richte mich zusammen und gehe wieder Richtung heimwärts. Das, was ich sehen wollte, die Blamage habe ich gesehen. So, zusammengekramt habe ich wieder alles. Einpackt habe ich alles. Fernglasl ist da. Paletten habe ich wieder zurückgestellt. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir gegen die Sonne. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein von der etwas traurigen Tour. Bin wieder heruntergekommen. Ich sage natürlich wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.